Ja, Matthias Flückiger, Rang 3 im zweiten Weltcuprennen. Das hat eigentlich dort hinter dem Spitzenduo ziemlich souverän ausgesehen. Ist das dein, steht dein Fahrplan quasi aufgegangen? Ja, ich würde sagen, ja, hier immer ein bisschen Mühe mit dem Schnaufen. Oder ich darf einfach, muss so sagen, darf nicht übers Limit gehen, weil sonst killt es mich. Das ist mir jetzt ein paar Jahre lang passiert und heute habe ich wirklich den Start super eingeteilt. Und dort ist immer das Gefährliche, dass die ersten 2-3 Runden, dass die killst. Und das ist mir heute super gelungen. Ich bin zwar nicht so wie vorher gewesen, am Start, und muss halt Plätze gut machen. Und das ist immer ein bisschen der Kampf, mit dem muss ich halt rechnen, wenn ich so starte. Aber rein von meiner Performance her ist wirklich ist super aufgegangen. Und ich denke, ja, es ist jetzt nicht viel, viel mehr möglich gewesen. Die anderen sind ein bisschen weit ja, weg gewesen. Und das habe ich halt, ja, für mich ist es ein feiner Sieg heute. Das ist super gewesen. Also ich bin super zufrieden mit der Leistung heute.